Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder den Thomas mit dabei und wir stehen hier gerade am Steinfeld im Bikepark OE. Und ja, ich habe gar keine Ahnung, wo man hier drüber langfahren soll, deswegen habe ich das immer umfahren bisher und heute steht an, da mal drüber zu fahren. Man muss zur Rettung vieler sagen, es fahren sehr viele nicht dieses Steinfeld aus zwei Gründen. Erstens, weil die Linienwahl nicht so gut zu erkennen ist, weil es eigentlich nicht so eine schöne Linie gibt. Und weil wir hier sogenannte Landsteine haben, keine Wassersteine. In Winterberg zum Beispiel sind Steine aus dem Flussbett genommen worden, die sind dann rund. Da kann man eigentlich selbst in diesem riesen Steinfeld im Winterberg einfach überall durchfahren. Es ist kein Materialkiller. Muss auch so sein eigentlich, weil halt so eine starke Frequentierung ist, dass sonst zig Bikes kaputt gehen würden. Wir haben leider ein echtes Materialkiller-Steinfeld, weil wir halt eckige Steine haben, fiese Steine. Leute, die in den Leogang fahren, lachen sich trotzdem kaputt, weil da sind die Steine ja viermal so hoch. Aber ich werde dem Daniel heute zeigen, dass die Form der Steine und so eigentlich egal ist, wenn man auf ein paar kleine Sachen achtet, und die bringe ich dem Daniel heute bei. Wir werden erstmal nur das zweite kleine Steinfeld fahren und dann das erste mit dazu nehmen, wenn das kleine sitzt. Wichtig ist halt hierbei wieder Blick und die richtige Technik und dann kommt man eigentlich super durch jedes Steinfeld durch. Und mental wichtig, vorher gar keinen Gedanken machen, wenn ich da jetzt mit dem Reifen reinkomme und so. Weil wenn es passiert, kann man sowieso nichts dagegen machen. Mache ich es aber vorher zum Thema, ist die Chance, dass es passiert, doppelt so hoch, wie wenn ich gar nicht drüber nachdenke. Positive Emotionen. So. Jetzt habt ihr gesehen, ich bin relativ mit moderater Geschwindigkeit da durchgefahren. Jetzt hätte der Daniel mich gefragt, hör mal, bist du da lang gefahren? Folgende Tricks beim Steinfeldfahren. Natürlich gucke ich mir das Steinfeld vorher an, tue solche Sachen aussondern wie solche Steine hier. Sogenannte Pedal-Tretlager-Schaltwerkkiller. Da versuche ich möglichst nicht dran vorbeizufahren. Aber ansonsten eine genaue Linie gucke ich mir gar nicht an beim Steinfeld, sondern ich fahre rein und fixiere eigentlich den Punkt, wo ich hin will. In dem Fall will ich da hinten auf den Weg. Ich will gerade durchs Steinfeld durch. Wenn ich das anfixiert habe, lasse ich die Hände leicht locker. Fachausdruck loose. Heißt, ich habe hier keine Kraft mehr auf dem Lenk. Folgendes Prinzip, warum ich das mache. Ich fahre durch dieses Steinfeld, lasse sie leicht locker. Der Stein hier würde das Rad jetzt eigentlich nach da kicken. Dadurch, dass ich locker bin, wird das Rad sofort wieder zurückgeführt durch die anderen Steine. Übe ich jetzt Kraft aus und halte den Lenker steif fest, was viele machen leider im Steinfeld, und dann kommt diese Irritation, werde ich mit rüber gehauen mit der Schulter und dadurch stürze ich genau so in einem Steinfeld. Das wollen wir nicht. Guckst du vom Baum, fährst du den Baum, heißt, man sucht sich einen Punkt, fixiert den an und geht schön in die Aktivposition. Gorilla, Ferse natürlich unten und lässt die Hände tatsächlich so, als ob man die Zeigefinger und die Daumen zusammen macht, so ein bisschen los und lässt das Fahrrad hier in dem Falle einfach machen. Ich hau jetzt mal hier vor den Dingens, dann kann man das schön sehen. Wenn ich so los bleibe, kommt das Rad sofort wieder zurück. Wenn ich hier steif bin, dann hänge ich mit am Lenker und dann war es das. Eine der wenigen Situationen im Mountainbiking, wo wir tatsächlich in dem Augenblick, wo wir da durchfahren, eigentlich ein Passagier werden. Warum machen wir das? Warum bleiben wir so? Weil das ein Hindernis ist, was ich nicht vorher in allen genauen Punkten durchkalkulieren kann. Ein Sprung zum Beispiel, da weiß ich ganz genau, so ich fahre jetzt rein, dann kommt der Absprung, dann kommt die Landung. Hier weiß ich gar nicht so genau, welchen Stein ich jetzt genau treffe. Es sei denn, ich bin das Ding tausendmal gefahren. Aber selbst dann sind die Steine so wirr hier angelegt, dass das fast nicht möglich ist, zweimal die ganz genau gleiche Linie zu fahren. Wichtig ist es einfach nur, dass ihr euch einen Zielpunkt sucht, wo ihr hinguckt und da wirklich hinfahrt. Der Daniel wird gleich selber merken und wird überrascht sein, wie einfach das ist. Seht selbst. Guck, wo du hin willst. Die ganze Zeit gucken, wo du hin willst. Schön Speed aufbauen. Aktivposition. Lieber schneller als zu langsam.
Diesmal habe ich mich sicherer gefühlt, weil ich nicht von den Pedalen runtergeschubst worden bin. Also viele machen sich beim Steinfeld dann so diese Gedanken, ach, wenn ich da jetzt mit dem Reifen reinkomme, dann und so. Du hast einen 27,5, ne, oder? Ja. Ja. 27,5 Zoll Durchmesser, bis was kommt, was den wirklich schockt, müsste es schon so ein Stein sein. Ja? Also oder halt dieser, der da rausguckt. Deswegen habe ich ja gesagt, so welche sortiert man vorher aus. Ja. So. Jetzt ist das ja nur das halbe Steinfeld. So. Als nächstes, du willst ja hier weiterfahren, ne? Du willst ja hier in deine alte Linie kommen. Das heißt, als nächstes, ich werde das jetzt auch versuchen, von vorne noch einmal mitzufilmen jetzt. Versuchst du quasi hier, neben dem Stein, hier rauszukommen. Fixier schon hier die Stelle an, wo du ins zweite Steinfeld willst. Dann guckst du dir das gar nicht an. Das heißt, du fährst nicht da, wo alle fahren, sondern hier, über diesen hier. Weil da alles, also die Linie, die alle fahren, also die das Steinfeld fahren, die meisten fahren natürlich dran vorbei, ziehen da ab und landen dann irgendwie so hier. Ne? Ja, ja. Die meisten. Manche fliegen ganz drüber. Also ich lande meistens, glaube ich, hier. Fahre aber jetzt inzwischen auch total gerne die Seite. Und wenn du die siehst, hier die Linie hier, ist total moderat eigentlich. Du musst halt hier einfach reinfahren in das Steinfeld. Also hier in der Mitte quasi hier. Und dann fährst du hier nur so geradeaus durch. Und ich guck schon. Du guckst schon zu dem hellen Stein fürs zweite Steinfeld. Sobald du durch das Steinfeld da bist, guckst du wieder auf den Punkt, wo du eben hingeguckt hast. Und go! Nochmal durch und fahr oben am Berg los. Du warst viel zu langsam. Hast du selber gemerkt, ne? Ja, war rumpelig halt, ne? Genau. Aber ich weiß, ich will jetzt, deswegen habe ich dich ja von da fahren lassen. Ich habe ja immer einen Plan im Kopf, so wie unten bei dem Passivspringen. Ja. Jetzt fährst du oben mal von dem Weg los. Jetzt weißt du ja, wie die Linie ist und weißt auch, dass das absolut. Und machst das Ganze mal mit dem doppelten Speed und wirst merken, dann wird es noch viel, viel einfacher. Ja, das Rad hat gar keine Zeit, dich rauszuhauen oder so, weil es einfach so schnell weitergeht durch deine Blickführung, dass es einfach da durchfährt. Okay. Und? Ja, ich habe einen Platten, sonst alles gut. Echt? Ja. Ja. Okay, du hast den Platten gefahren, also hast du wohl irgendeinen Stein erwischt. Ja. Wie viel Luftdruck hattest du denn? Also müssen wir jetzt sowieso eigentlich runterfahren und das reparieren. Oder du würdest mit meinem Fahrrad jetzt weiterfahren. Einen Schlauch hast du mit? Ja, ich habe einen Schlauch mit. Im Rucksack oder? Ne, im Auto. Im Auto, ja. Jetzt habe ich erst vor kurzem da. War noch leichter auf jeden Fall mit dem Rad. Ja, wir haben es geschafft, auch in Daniels Kurs mal Material zu schrotten, auch wenn es nur ein Schlauch ist, wahrscheinlich ein klassischer Snakebit. Ich habe vorher ja erwähnt, dass dieses Steinfeld durch diese harten Steinkante, weil die nicht aus dem Fluss sind, also nicht abgerundet, sondern Landsteine sind, also einfach Steine, die auf dem Land entstanden sind, diese Kanten können einem das Rad sehr schnell platt machen, deswegen fahre ich zum Beispiel tubeless. Das Steinfeld hier ist halt ein Materialkiller, aber dennoch möchte ich, dass Daniel kurz seine Erfahrung schildert, ob es so schlimm war, wie er es sich vorgestellt hat oder wie es aussieht. Also es ist halt, wie du gesagt hast, wenn man sich das Steinfeld anguckt besonders, das geht ja noch irgendwie, aber das denkst du so, nee, machst du nicht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich drüber gefahren bin. Ich habe einfach das gemacht, was der Thomas gesagt hat, aber ans Ende geguckt. Der letzte Run war der einfachste, wo ich am schnellsten war, aber mein Schlauch wollte nicht mehr. Ja, ich bin
Also ich habe gar keine Ahnung, was richtig passiert ist, weil ich halt einfach drüber gefahren bin. Ne? Hattest du das denn, das Gefühl von Unsicherheit, oder hast du gemerkt, nee, das macht das schon? Ich habe beim ersten Run war ich so ein bisschen unsicher, weil ich nicht im Gorilla war genug. Ich habe dann gemerkt, dass meine Füße halt abgehoben sind ein bisschen. Und danach war ich nicht mehr unsicher. Nee. Okay. Ihr könnt das hier in dem Steinfeld natürlich auch auf eure Single Trails adaptieren, wo man Wurzeln fährt. Also es ist einfach, der Punkt ist der, sobald eine Situation von der Bodenruppigkeit oder wie es halt angesammelt ist, diese verschiedenen Sachen, die auf das Rad wirken, sobald die so sind, dass ich eigentlich keine klare Linie vorher berechnen kann, einfach einen Zielpunkt suchen, wo du hin willst, und das Rad ein bisschen loslassen, nicht ganz so festhalten den Lenker, und das Rad einfach mal machen lassen. Wir fahren alle sehr, sehr gute Fahrräder. In dem Fall dürfen wir mal Passagier sein. Und wie so oft hilft hier natürlich die Geschwindigkeit, hat er ja selber gemerkt. Wenn man, umso langsamer man durch so ein Steinfeld fährt, umso schwieriger wird das, weil die Irritationen einfach Zeit haben zu wirken. Wenn ich schnell durchfahre und das Rad wird rechts angeschlagen, links angeschlagen, das geht so schnell hintereinander, dass es dann in der Summe einfach wieder geradeaus fährt. Das heißt, umso schneller, umso besser. Hier kann man wieder die Treppe als Beispiel nehmen. Wenn ich eine Treppe runterfahre und fahre die langsam runter, dann macht das Fahrrad tock, 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 tock. Fahre ich die aber genau so schnell, dass ich nur auf den Spitzen der Treppenstufen fahre, ist es eigentlich, als ob ich ein glattes Gefälle runterfahren würde. Das macht dann nur zipp und ich bin unten. Das ist das Prinzip vom Steinfeld. Ich versuche eigentlich auch nach Klausmann, der das auch so beibringt, so schnell zu werden, dass ich nur oben auf den Spitzen von den Steinen fährt. Also da kommt der Weg hin, dass du so schnell wirst, dass du gar nicht mehr in die Löcher reinkommst. Konnte man noch schön jetzt bei, so antitscht, ne? Im World Cup bei Greg Minard sehen, er kommt gar nicht in die Löcher rein, sondern er fährt von oben bis oben immer, und dadurch verliert er keinen Speed. So sieht das aus, und wir haben weniger Irritation am Rad. Jetzt müssen wir erstmal Workshop Schlauchtauschen machen, und für heute ist das Kamerafilmen dann damit erstmal, glaube ich, ad acta. Jo, hat mir Spaß gemacht. Danke dir, Thomas. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Ihr wisst Bescheid. Alle Infos zu Free and Ride und Thomas unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video dann hoffentlich wieder mit Luft im Reifen. Und damit ihr das nicht verpasst, klingelingeling, Glocke aktivieren. Dass ich das Steinfeld gemacht habe und vorher ein bisschen aktiv springen geübt habe, hat den Thomas aber auch nicht gereicht. Und auch ein geplatzter Schlauch hat dem Thomas nicht abgehalten, dass wir an dem Tag unbedingt noch die Brücke im Bikepark Olpe fahren sollten. Mir war mal wieder nicht so ganz wohl dabei, aber Thomas hat gesagt, Daniel, du kannst das. Und mittlerweile, wenn der Thomas mir sagt, Daniel, du kannst das, dann glaube ich ihm das auch. Ignoriert die Sprünge vorher einfach mal, weil ich habe mich echt darauf konzentriert, irgendwie da die Brücke zu fahren. Scheiße. Jawohl, Alter. Auf der Brücke habe ich gedacht, mache ich nicht. Aber dann hattest du relativ gut Speed wahrscheinlich, oder? War easy, oder? Ja, war ehrlich. Schöner wie da oben die Wolle. Ja, aber die Sprünge waren richtig schlecht. Also vorher war richtig kacke. Ja, aber es ging ja nur, habe ich schon vorher gesagt, die Sprünge sind jetzt egal, nur es geht nur um die Brücke und die Wolle. Und ich hatte ein bisschen Sorge, ich war zu langsam für den Drop. Aber der hat halt noch gepasst irgendwie. Die Brücke? Ja. Ah, die braucht man gar nicht so. Da reicht ja, wenn du oben auf der Brücke losfährst. Ja, super, cool. Einfach hinterhergezogen. Krasse Nummer. Oh.